Hey Leute, ihr wolltet ein Review zu One Punch Man? Ich habe hier fünf Mangas davon bestellt. Die kamen alle an in so einer Box. Ziemlich praktisch, gerade wenn man einsteigen möchte, weiß man direkt, das kann ich mir kaufen. Ich finde, diese Box ist viel zu klein. Die hätten das ruhig mal einen Millimeter wenigstens breiter machen können, damit diese Manga gemütlich, bequem da reinpassen. Aber nein, man muss die immer reinstopfen, damit die da reinkommen. So, werfen wir mal einen Blick auf die Cover. Yusuke Murata ist ein genialer Manga-Zeichner. Aber ich finde, seine Illustrationen sind besser als seine Manga-Panels. Schauen wir uns doch mal diese Illustration hier auf Band 4 an. Heilige Maria, sieht das nicht wunderschön aus? Wir sehen Pinselstriche auf einer Illustration, bei der wir eigentlich annehmen müssen, dass sie mit Copic-Marker gezeichnet wurde. Was haben hier Pinselstriche zu suchen? Ich kläre euch auf, Leute. Murata benutzt eine Technik, die ich noch bei keinem anderen Manga-Zeichner gesehen habe. Und zwar grundiert er seine Figuren zunächst einmal mit Copic-Marker und dann trägt er Gouache mit Pinseln auf. Was ist Gouache, Leute? So ähnlich wie Acrylfarbe, bloß transparenter. Man kann damit transparente Linien ziehen, sodass die Copic-Marker da unter auf der Grundierung nicht untergehen, sondern trotzdem durchscheinen. Die Wirkung des Ganzen ist wirklich immens. Wir fühlen das, wir fühlen die zusätzliche Dimension von Farbe, die wir geschenkt bekommen auf diesen eleganten Illustrationen. Heilige Maria, geiler Typ. Ich zeige euch noch ein paar andere Gouache-Tuben, die ich habe. Ihr seht, die habe ich noch gar nicht benutzt. Ich habe vorrangig weiß benutzt. Warum? Weil man mit Gouache auch Stellen, die man verkackt hat, ein bisschen übermalen kann, wenn man nicht zu sehr verkackt hat. So. Werfen wir mal einen Blick auf diese Manga-Seiten. Yusuke Murata ist der Zeichner, One der Texter. Was habe ich mir hier für Stellen markiert? Was haben wir hier? Wir merken sehr, sehr früh, der Typ hat keine Probleme damit, Bewegungen darzustellen. Und er verpackt dieses Detailreichtum so gut, dass es nicht überfüllt wirkt. Wir haben nicht das Gefühl, erdrückt zu werden von den Details, nur manchmal. Und ich finde diesen krassen Kontrast zwischen super detaillierten, ernsten Zeichnungen und dem unernsten Humor des Ganzen, das ist ein echt guter Kontrast, finde ich, Leute. Und ich finde es auch cool, dass die ernsten Panels konterkariert werden mit humorvollen Panels, die in einem weniger ernsten Stil gezeichnet sind. Das heißt, Obacht. Er wechselt mitten auf der Seite den Stil. Finde ich genial. Das finde ich echt clever. Dennoch muss ich sagen, es ist nicht unbedingt mein Humor. Klar, es ist lustig, ich muss doch manchmal lachen. Aber so lustig ist das jetzt auch wieder nicht. Manche Panels sind auch digital nachbearbeitet worden. Es macht schon Spaß, diese Bilder anzusehen. Ein Legendary Panel. Was kann ich zur Linienführung sagen, Leute? Gute Linienführung, sehr gute Linienführung. Fein. An den richtigen Stellen weniger fein. Es ist schon wow, guckt euch diese Wirkung an von diesem Schlag. Es ist schon ein Erlebnis, sich das anzugucken, auf jeden Fall. Was sage ich zur Story? Wie gesagt, diese Geschichte lebt vom Slapstick bzw. vom Humor. Und naja, nicht unbedingt meins, storytechnisch. Die Wendepunkte haben mich jetzt auch nicht umgehauen unbedingt. Aber diese Bilder, die sind umwerfend.
steckt so viel Aufwand hier drin, Leute. Und wir blättern das in 2 Sekunden um. Was sage ich zu den Gesichtsausdrücken? Ich finde sie gut, aber nicht sehr gut. Zum Beispiel fand ich, bei Takeshi Obata waren die Gesichtsausdrücke stärker. Ich finde, Takeshi Obata ist allgemein auch ein besserer Künstler. Bei ihm gibt es keinen Unterschied zwischen Illustration und Manga-Panels. Beide sind auf dem höchsten Niveau. Hier natürlich auch, Leute, aber es sind diese Kleinigkeiten, die ich bei Obata besser finde. Aber diese Illustration, Leute. Die sind seine wahre Stärke von Murata. Deshalb finde ich das auch so schade, dass es kein richtiges Artbook von ihm gibt. Es gibt ein Artbook von Eyeshield 21, aber das sind halt ja, die Bilder aus seinem Frühwerk. Mich würde interessieren, wie seine neuesten Illustrationen aussehen. Der Typ hat sogar Spider-Man illustriert. Er zeigt auf jeder Seite, dass er keine Probleme damit hat, Perspektiven darzustellen. Richtig gut. Trotzdem, für mich steht fest, ich werde nach diesem 5. Band nicht weiterlesen. Also so sehr hat mich das jetzt nicht gecatcht. Trotzdem alles beeindruckend, wie viel Mühe in diese Zeichnung eingeflossen ist. Und vor allem, wie gesagt, diese Illustration bombastisch, richtig gut. Was sagt ihr dazu, Leute? Und schreibt mir gerne auch, welche Mangas ihr noch sehen wollt. Berserk haben viele gesagt. Aijin haben manche gesagt. Dazu muss ich auch auf TikTok mal ein Review machen. That's it, meine Freunde. Genießt euren Sonntag noch. Schreibt mir gerne eure Wünsche auf. Ich wünsche euch was. Verbringt auch ein bisschen Zeit mit eurer Family heute Sonntag.